Ich habe hier eine Fahrtenabrechnung und ich will, dass die MitarbeiterInnen hier mit einer Dropdown-Liste ihren Namen auswählen können. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich blende zuerst hier oben eine zusätzliche Werkzeugkiste ein. Ich mache hier einen Rechtsklick, dann Menüband anpassen und wähle hier Entwicklertool. Okay. Denn das brauche ich hier. Hier sehe ich die Entwicklertool und ich füge nun hier bei der Gruppe Steuerelemente bei Einfügen ein Formular Steuerelement ein. ActiveX ginge auch, da könnte man noch Programmiercode hinzufügen, aber ich wähle das hier oben. Das ist ein sogenanntes Kombinationsfeld. Ich mache hier einen Klick. Es erscheint nichts, aber ich habe nun einen Cursor mit einem Fadenkreuz und ich blase mal hier irgendwo ein Feld auf und kann das nun an den richtigen Ort tragen. Achtung, wenn ich daneben klicke, dann kann ich das Feld nur noch bedienen, aber ich kann daran nichts mehr machen. Mit einem Rechtsklick darauf, dann kann ich das Feld wieder nehmen und wieder richtig platzieren, denn das Feld soll ja hier stehen. Also ich mache das noch ein bisschen kleiner, ich passe das der Zelle an und kann nun hier bestimmen, was hier nachher aufgelistet werden soll. Wie kriege ich nun die Namen der MitarbeiterInnen hier in diese Liste hinein? Ich mache hier auf dieses Feld wieder einen Rechtsklick, Steuerelement formatieren und bestimme hier in diesem Fenster beim Eingabebereich, ich stelle hier den Cursor hinein und markiere die MitarbeiterInnen hier rechts. Ich mache das ohne die Überschrift, denn das Wort hier oben ist ja keine MitarbeiterIn. Dann bei der Zellverknüpfung, hier muss ich eine Zelle angeben, wo denn das Resultat ausgespuckt wird. Ich stelle den Cursor hier hinein und ich klicke mal in die Zelle hier H5 und sage OK. Ich klicke daneben und kann nun die Auswahl hier treffen. Ich sehe, hier sind alle Namen drin und wenn ich jetzt den dritten Namen nehme, Esther, dann steht hier Esther drin und hier rechts eine 3. Was soll diese 3? Diese 3 ist die Antwort auf meine Abfrage Esther. Das heißt, wenn ich hier Esther eintippe, dann spuckt mir die Funktion hier die 3 aus, weil Esther in der dritten Zeile ist. Wenn ich hier natürlich den Patrick nehme, dann erscheint hier eine 6, denn Patrick steht in der sechsten Zeile. Was soll das? Ich brauche das unter Umständen gar nicht oder ich kann mit einer weiteren Formel wiederum abfragen, welcher Name steht denn in der sechsten Zelle. Zum Beispiel, ich will hier die Totalfahrten von und jetzt soll hier wieder der Name stehen, der hier oben ausgewählt wurde. Wie kriege ich das hin? Ich füge hier ein die Funktion Index gleich Index, Klammer auf. Wo ist die Matrix? Also wo ist denn meine Liste? Das hier ist meine Liste, Strichpunkt. Was soll denn ausgespuckt werden? Eben diese sechste Zeile. Hier hat es den Wert übernommen, also H5. Klammer geschlossen und Enter und hier steht wieder Patrick. Das heißt, wenn ich hier oben den Namen ändere, wieder zu Esther, dann steht hier unter natürlich auch Esther. Nur, etwas ist unschön, wenn da noch eine neue Mitarbeiterin dazukommt, Susan, dann steht das nicht zur Auswahl und zwar nicht hier oben und also auch nicht hier unten. Das muss ich noch verbessern. Ich mache aus dieser Tabelle hier eine intelligente Tabelle. Ich markiere das hier, gehe bei Formatvorlagen zu als Tabelle formatieren oder dann eben Ctrl-T. Ich wähle hier eine Tabelle aus, diese hier. Jawohl, die Tabelle hat eine Überschrift. Hier steht der Haken drin. Okay. Und ich passe noch hier das Steuerelement an. Ich mache einen Rechtsklick,
Steuerelement formatieren und ich wähle hier den Eingabebereich von Simon bis Beat und ja, die Ausgabezelle, die ist immer noch hier oben, das kann so stehen bleiben, okay. Und jetzt ist das natürlich viel dynamischer. Sicher ist jetzt bis zum Beat alles drin, aber wenn hier eine neue Mitarbeiterin eingestellt wird, dann kann ich hier Susanne schreiben und die Tabelle wird sofort erweitert, wenn ich hier daneben klicke. Man sieht das hier an dieser blauen Ecke und das ist natürlich jetzt auch hier sofort in der Auswahl vorhanden. Hier ist die Susanne. Jetzt brauche ich hier nur noch den Index einzufügen. Gleich Index, Klammer auf. Wo ist die Matrix? Das ist die ganze Tabelle hier. Und ein Strichpunkt. Welche Zeile soll denn ausgespuckt werden? Eben diese hier oben. Klammer schließen, Enter. Und hier steht Esther und jetzt funktioniert das rundherum und ich kann jederzeit auch hier eine neue Person dazufügen oder auch wieder wegnehmen. Das war's.